Was soll das heißen, ausgelöscht? Der Herzog spuckte die Worte geradezu ins Gesicht seines Beraters. Es ist wohl... diese ganze Bande einsperren, abschlachten, vierteilen, verbrennen alle. Wo ist Gott nur? Wir kämpfen für ein besseres Reich und nun lässt er es zu, dass sich ein Möchtegern-Kaiser einem Brut an willenlosen Hunden heranzüchtet und ihm riesige Ländereien überlässt, ja sie sogar Völker auslöschen lässt. Und man hält es nicht einmal für nötig, die anderen Fürsten über den Verlauf des Krieges zu informieren, bis er vorbei ist. Wir bekommen eine läppische Burg irgendwo im verdammten Italien am Arsch der Welt, während auf der eigene Wünsche überhaupt gar keine Rücksicht genommen wird. Und die Sachsen, die da vergebunden mit einer Krone stets nach dem Mund redeten und ihm die Teufelshufe leckten, bekommen so viel Macht, dass sie ein Reich im Reich sind. Es ist eine Schande, eine verdammte Schande. Dieses Reich hat nichts mehr mit dem zu tun, was unsere Väter uns hinterlassen haben. Jeder Christ sollte sich für dieses Satanswerk umgehend die Kehle aufschlitzen. Oh, mein Herzog, tut euch das nicht an, es gibt andere Wege. Sicher gibt es die. Der Herzog griff nach einem Dolch. Ich werde jeden dieser Dämonen persönlich dieses Messer in die Kehle rammen. Mit diesen Worten stach er auf seinen Berater ein, der winselnd und blutspuckend zu Boden ging und ihn aus entsetzten Augen ansah. Keine Angst, du Narr. Wenn Gott dich auf meiner Seite sehen will in der Schlacht gegen den Satan, dann wird er dir dein Leben schenken. Schallend lachend verließ der schwäbische Herzog den Raum, in dem nur eine Leiche in einer Blutlache zurückblieb. Sein Berater sollte vorerst das einzige Opfer bleiben.